Ein Jahr Corona und Recruiting. Was hat das mit uns gemacht? Wie funktioniert Recruiting? Bleibt dran, guckt euch diese Show an unbedingt, damit ihr erfahrt, was aus Zahlen, Daten und Fakten herausgelesen werden kann, wie Recruiting jetzt funktioniert, was sich geändert hat, was besser geht, was schlechter geht, was leichter ist, was schwerer ist. Ich spreche mit einem Experten, der die aktuellen Zahlen für uns hat. Mein Name ist Christopher Tanas und ich präsentiere euch HR Total, powered by Stellenanzeigen.de. Alright, unser Hauptthema ist heute so spannend, dass wir dem fast die ganze Show widmen wollen. Daher haben wir nur einen ganz kleinen Newsblock vorneweg mit ein paar spannenden Links aus Blogs und Fachpresse. Und dann spreche ich schon mit Wolfgang Brickwede, der nämlich total tolle und spannende Zahlen dabei hat über Recruiting und Corona und alles, was ihr dazu wissen müsst. Wenn ihr uns häufiger sehen wollt, abonniert diesen Kanal, klickt hier auf den Button und gebt uns vielleicht ein Like, das hilft uns und dann können wir auch schon anfangen. Vier spannende Links habe ich euch mitgebracht. Gehen wir also gleich in die Vollen. Hier sind die News. Ich habe einen richtig, richtig tollen Artikel von Marcel Rütten von HR for Good Blog mitgebracht. Und zwar geht es um die Kunst des Absagens im Recruiting, wie er so schön schreibt. Und wir wissen, dass es eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, um eine gute Candidate Experience herzustellen. Das wissen wir nicht nur unter anderem auch aus den Studien, die ich gemeinsam mit Professor Wald und Stellenanzeigen.de gemacht habe, sondern viele, viele andere sagen das auch. Der Marcel fasst das alles zusammen und ich glaube, das ist ein Artikel, den muss jeder lesen, weil das ist extrem wichtig, sich das anzugucken und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, denn das ist eine Kerndisziplin, die ganz oft noch leider viel zu wenig gut bespielt wird. Hier arbeitet Marcel Rütten alles auf, was dazu wissenswert ist. Ich kann gar nicht genug Lob aussprechen über diesen Artikel. Insofern absolute Leseempfehlung, unbedingt reingehen. Nächster Artikel, und da gehen wir jetzt mal zu einer ganz großen Presseagentur, nämlich Reuters. Das könnt ihr sehen, wenn ich mich mal hier rüber schalte. Seht ihr da? Ich kann hier springen. Toll, ne? Die hat einen Bericht über die ING Deutschland, große Bank, regelt das Homeoffice mit 1.500 € Zuschuss für den Arbeitsplatz zu Hause. Und diese Fragestellung, die beschäftigt sicherlich viele aktuell. Wie sieht das aus? Bleibt Homeoffice ein Teil des Arbeitsplatzmixes auch über Corona hinaus? Deshalb diesen Artikel vielleicht einfach mal lesen, weil das ist ganz spannend. Man kann sich vielleicht mal was abgucken. Wie macht ING das? Wie regeln die das? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Hinweis in dieser Zeit und insofern absolut lesenswert. Nächster Artikel, das ist bei den Kollegen von Vollmilchsau. Und ich gehe hier mal hoch. Das geht nämlich um ein wichtiges Thema, was ganz neu ist, nämlich das Thema Spotify-Ads im Personalmarketing. Und das ist spannend, glaube ich, weil viele suchen immer nach interessanten Kanälen mit guter Reichweite. Und Spotify ist bekanntermaßen ein sehr starker und großer Kanal. Deshalb hier toll aufgearbeitet, diese quasi Betriebsanleitung. Wie kann ich Personalmarketing machen mit Spotify? Hier ist alles drin, was man wissen will. Deshalb auch hier mal reinlesen. Wie immer, alle Links unten in der Beschreibung. Und unsere Nummer 4 heute bei den News ist eigentlich kein spezieller Artikel, sondern es ist ein Besuch beim Kollegen Hennert Nahbereich auf PM 2.0, Personalmarketing 2.0, er strahlt einen neuen Platz, alles neu macht der Mai. Und ja, der Henna hat so viele tolle Artikel geschrieben über die Jahre, deshalb einfach mal die Aufforderung, der Blog wurde neu rausgeputzt, Glückwunsch dazu, Henna, einfach mal vorbeilesen, das ist jetzt keine spezielle Artikelempfehlung, sondern eher nochmal eine Quelle, die in neuem Glanz erstrahlt. Das wollte ich euch mitgeben, einfach mal reinschauen, ich glaube, es lohnt. So, unser Hauptthema, Recruiting und Corona, ein Jahr die Corona-Krise, was hat es mit Recruiting gemacht? Ich spreche jetzt sofort mit Wolfgang Brickwede, der dazu alle entscheidenden Zahlen dabei hat und wir gucken uns viele Ausschnitte seiner hochspannenden Studie an, die man natürlich dann auch hier verlinkt downloaden kann. Also, gehen wir es an. Hallo Wolfgang, freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Hallo Christoph. Ja, danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu den Recruiting-Trends zu erzählen. Ja, super. Wir haben die große Freude, den Wolfgang Brickwede wieder dabei zu haben hier bei HR Total. Diejenigen von euch, die unseren Jahresrückblick 2020 gesehen haben, kennen ihn schon. Ansonsten kennen ihn sicherlich auch viele, denn der Wolfgang ist derjenige, der hinter dem ICR steht, Institute for Computer
Competitive Recruiting und der hat unheimlich viele Studien gemacht zu Thema Active Sourcing und Recruiting immer wieder. Und genau das ist auch der Grund, dass wir uns jetzt hier sprechen, weil es ist eine ganz tolle Arbeit, die Wolfgang, die du gemacht hast. Du hast jetzt über dieses eine Jahr, das uns diese Corona-Krise nun verfolgt und auch manchmal quält, hast du Daten erhoben und mal geguckt, wie geht Recruiting mit dem ganzen Thema um. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie hast du diese Daten eingefangen und was hat dich motiviert, diese schwere Arbeit auf dich zu nehmen? Ja, wir standen ja so Ende März, Anfang April letzten Jahres ja so alle wie ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und vor der Corona-Schlange. Und da habe ich natürlich selber mir viele Fragen gestellt. Und wenn ich mir Fragen stelle, versuche ich mir mal Antworten von möglichst vielen Leuten zu holen. Und das war die Geburt der Blitzumfrage zum Thema Corona. Und da hatten wir schon 300, 400 Firmen dabei. Und das haben wir dann auch im April, Ende April oder Anfang Mai dann schon mal präsentiert. Und dann kam schon die Frage so, ja, müsste man das nicht sowas mal häufiger machen, also regelmäßig? Gut, regelmäßig habe ich gedacht, macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber wenn jetzt so Änderungen sind, wie dann Anfang Mai die ersten Lockerungen waren, ja, habe ich da dann mal wieder gefragt. Oder habe dann im September, wo dann so nach den Sommerferien, wo es auch aussah, als wenn es wieder besser werden würde und wir noch vor der dritten Welle standen oder zweiten Welle standen, wie es denn da aussieht. Und dann jetzt nochmal im Februar, so nach oder mitten der dritten Welle und wie sich da so die Änderungen bezüglich dann ergeben haben. Und habe ich aufgenommen, also waren jetzt nicht meine Idee, aber das erste Mal ja, aber die eher regelmäßigen oder zwischenzeitlichen Befragungen, die kamen dann von Teilnehmern selber und das habe ich dann gerne aufgenommen und dann wieder gefragt. Ja. Das hast du auf jeden Fall jetzt über das ganze Jahr gemacht in diesen Intervallen, dass man auch Vergleiche hat. Und das ist ja das Spannende. Ich glaube, es gibt keinen Datensatz, der das ähnlich abbildet. Das ist ganz klasse. Wir hatten ja damals seitens von MetaHR zusammen mit Stellenanzeigen.de auch mal so ein Blitzlicht gemacht zu Beginn der Corona-Krise. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Und wie du sagst, die Veränderungen, die eingetreten sind, ja eigentlich das Spannende. Deshalb wollen wir einfach mal reinschauen und ein paar Folien uns angucken. Und dann kommentierst du das, beziehungsweise wir sprechen drüber. Können wir gerne machen. Dann würde ich mal reingehen und mal in die Folien schalten. Wir haben das alles natürlich vorbereitet. Das ist die Startseite dieser wunderbaren Studie, die man natürlich beim Wolfgang unter dem Webseite, wie heißt die Domain nochmal, ICER? ICER, ja, Institute for Competitive Recruiting. Genau, da kann man es runterladen. Wir machen den Link natürlich auch hier in die Beschreibung. So, ja. Ich springe mal gleich auf eine Seite. Da sind ganz viele Daten dabei und wir haben hier eine Studienseite, die finde ich spannend. Das ist nämlich so ein bisschen die Perspektive von den Leuten, die ja im Zentrum des Recruitings stehen, nämlich die Kandidaten. Wolfgang, wenn du jetzt auf diese Seite schaust, was findest du daran am bemerkenswertesten? Ja, erstmal ist es bemerkenswert, dass es gar nicht meine Daten sind, aber ich habe die gerne mit reingenommen. Ja, weil, das sind die Kollegen von Softgarden. Genau, ist von Softgarden und ich fand das aber interessant, weil ich ja die Arbeitgeberseite befragt habe, wollte aber, um dann die Vollständigkeit zu machen, in der Studie auch die Bewerberseite mit reinnehmen und Softgarden hatte da eben eine sehr gute Studie gemacht, sehr breite Studie gemacht und da stand dann mit dabei, dass eben ein Großteil der Bewerber oder Kandidaten dann davon ausgegangen sind, dass die Unternehmen massiv zurückgesteckt haben bei den Stellenanzeigen. Dass sie auch vor allen Dingen, also 60%, seht ihr ja, dass sie keine Bewerbungsgespräche mehr führen. Ja. Das war nun tatsächlich nicht so. Sie haben sich halt überlegt, wie sie schnell machen können. Aber das war so der Eindruck, die machen gar nichts mehr. Die stellen keine mehr ein, die machen keine Interviews mehr. Und eigentlich lohnt sich es überhaupt nicht. Mhm. Und das war so die Bewerberseite. Und da konnte man ganz gut dann die Arbeitgeberseite dagegen stellen. Das fand ich interessant. Das war in jedem Fall ein guter Einstieg, um so ein bisschen mit dieser Sicht der Bewerber gleich zu sehen. Ich möchte gleich mit dir weitergehen und zwar auf eine Seite, die die Anzahl der Bewerbung und deren Entwicklung kommentiert. Schauen wir vielleicht auch mal drauf. Ja, das war genau, das war Ende März, also da das Kaninchen vor der Schlange-Syndrom, wo dann die Bewerber gedacht haben, die Unternehmen machen nichts mehr und machen auch keine Interviews mehr. Ja. Aber 44% der Arbeitgeber haben gesagt, ist ungefähr gleich geblieben, die Bewerbungsanzahl. Also, aber sind auch noch 32%, die gesagt haben, weniger Bewerbung oder deutlich weniger, wenn man die noch zusammenzählt. Das war so der Schock. 46% bekommen auch weniger Bewerbung. Also der Schock, den die Arbeitgeber dann gemerkt haben, weil auf der Bewerberseite der Schock war. Genau, aber das ist ja im Grunde jetzt schon,
Schnee von gestern. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt hat. Nämlich, du Ja. hast ja die Zahlen im Vergleich. Und jetzt sehen wir hier, das ist dann eine Folie, die schon die richtige Entwicklung aufzeigt. Was willst du uns mit dem Pfeil sagen? Mit dem Pfeil da, vielleicht kannst du auch noch eine weitergehen gleich, aber da Klar. ist dann eben der 32, das ist dann noch entscheidender, Ja. dass mehr Bewerbungen wiederkommen. Dass also diese Schockphase längst überwunden ist. Und auf der Folie ist drauf, dass da 42% der Unternehmen, auf der nächsten Folie kann man es auch noch sehr gut sehen, den Anstieg, dass 42% der Unternehmen wieder mehr und deutlich mehr Bewerbungen haben. Also das ist jetzt auch gerade von Ende März bis Februar ein stetig ansteigender Trend, der zeigt also, es kommen wieder eine Menge Ja. Bewerbungen. Kommt natürlich, stellt sich dann schnell die Frage so, ja toll, jetzt kommen wieder mehr Bewerbungen, aber sind das denn auch gute oder bewerben sich jetzt alle möglichen? Gut. Haben wir jetzt wieder so einen Arbeitgebermarkt, wo dann wir uns welche aussuchen können, Die oder? Frage hätte ich dir jetzt wahrscheinlich sowieso rübergespielt. Insofern, wie ist denn Okay. deine Einschätzung dazu? Haben wir wieder einen Arbeitgebermarkt? Kommt der zurück? Nein. Also jein, will ich vielleicht mal sagen. Also da, wo sie es erhoffen, nicht. Also im IT-, Ingenieurs- und Ja. Medizinkräftebereich mit Sicherheit nicht. Corona hilft nicht gegen Fachkräftemangel. Und in anderen Bereichen, da ist es ja noch nicht so weit. Aber wenn dann die Hoteliers und die Gaststätten wieder aufmachen, da werden ja nicht alle überlebt haben. Ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da wieder in der Dienstleistungsbranche sozusagen dann auch wieder ein Arbeitgebermarkt geben könnte. Dass wir Also also mehr einen Bewerbungen. Markt haben, der sich spreizt, der sich einerseits in nach wie vor Fachkräftemangel darstellt, andererseits in einen Markt, wo der Arbeitgeber doch wieder mehr vorgeben kann. Das war ja auch schon vorher so, das ist jetzt nichts ganz Neues, aber Corona hat jetzt das nicht, hat da nicht geholfen. Hätte man denken können, ja, okay, jetzt gehen halt viele Firmen pleite vielleicht und da kommt ja auch noch was, aber ist da bisher noch aufgehalten worden und deswegen gibt es viele Arbeitslose, auch gute arbeitslose Ja. Leute und mehr Bewerbungen, aber und dann sinkt die Qualität vielleicht, weiß man ja auch nicht, aber das ist auch nicht so. Also da gab es auch interessante Daten, weil das sind ganz frische vom Februar. Da weiß ich, wenn du da die mal kurz Gucken zeigen wir kannst. gleich mal rein. Nee, einer davor. Nee, mit in die Frage so mit dem Bewerbung. Ja, genau, Ach, diese. die Qualität, genau. Wie hat sich die Qualität der Stellung pro Stelle Ja, denn entwickelt? wichtige Frage. Ganz wichtig. Und da sagen viele auch, ist gleich geblieben. Aber es gibt auch, ist auch wieder gespreizt. Es gibt so 25%, die sagen, nee, ist also schlechter geworden oder deutlich schlechter geworden. Aber die Mehrzahl noch wiederum, 38% sagt, dann ist besser oder leicht besser geworden. Also Ja. muss ich nochmal reingucken, wo denn jetzt branchentechnisch da jetzt Unterschiede sind oder funktionstechnisch Unterschiede sind. Aber so der erste Ansatz ist eigentlich gleich geblieben und die Mehrheit ist noch eher dabei, es ist besser geworden und einige Viertel sagt halt, ist schlechter geworden. Ja, also leicht bessere Qualität könnte ja darauf hindeuten, dass die Unternehmen entweder gezielter vorgehen oder dass einfach auch mehr bessere, qualifiziertere Kandidaten auf dem Markt sind. Ja, das ist so dann auch genau die Fragen so dabei, wie wechselwillig sind die Leute? Wann sind sie bereit zu wechseln? Vielleicht auch, was muss ein Arbeitgeber bieten jetzt aktuell? Was reicht auch, wenn man wechseln will und wenn man Leute jetzt bekommen will? Das sind so Fragen, die sich daraus stellen, was sich in der Corona-Pandemie sozusagen getan hat. Das war ja auch ein Lackmustest für das Employer Branding. Absolut. Und wir wollen mal gucken auf einen anderen Bereich, der auch ganz wichtig ist, neben der Ansprache und dem Generieren von Bewerbungen, dem Thema Onboarding. Dem hast du ja auch ein Kapitel, würde ich fast sagen, gewidmet und zumindest mal eine sehr spannende Folie, die ich gerne noch mal zeigen würde. Lass uns mal reinschauen. Wir gucken also auf diese Folie. Wie sieht es mit Onboarding aus? Das ist jetzt die Titelfolie und hier sind die Zahlen. Wolfgang, deine roten Pfeile, Ja, was sagen sie uns? der erste rote Pfeil sagt genau das Kaninchen vor der Schlange-Thema. Da war die Frage so, wir wissen es noch nicht. Wir sollen jetzt Leute interviewen. Wissen wir nicht genau, wie es geht, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt haben wir ja welche eingestellt. Wie sollen wir die dann überhaupt jetzt onboarden? Wie sollen wir die dann produktiv bekommen? Ja. Da haben 42% Unternehmen gesagt, wissen wir nicht, wissen wir einfach nicht. Und das war im März letzten Jahres massiv und ist jetzt nur auf runtergegangen auf 7%. Also das Problem ist gelöst, aber das war das größte Problem, was die Unternehmen neben den Bewerberinterviews dann im Ja. März zu Anfang der Pandemie hatten. Und da sieht man aber, dass die Unternehmen da wirklich schnell Lösungen gefunden haben. Das ist doch eigentlich sehr erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Am schnellsten ging es noch bei den Bewerbungsinterviews, aber beim Onboarding, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber es hat auch funktioniert. Genau. Und dann haben wir ja noch die anderen beiden unteren roten Pfeile. Da Genau.
Onboarding erfolgt wie sonst auch. Immerhin ja. Doch noch eine ganze Reihe, die das weiterhin tun. Ja, das waren so, auch ging erstmal auf 20% zurück. Die haben gesagt, wir machen es trotzdem so irgendwie. Andere haben ja auch ihre Rucksäcke dahin gebracht mit den ganzen, mit Laptops und Zeugs und sowas, da denen draußen dran gehängt und dann haben die Leute das abgenommen und dann wieder reingegangen und konnten sich dann da onboarden sozusagen dann auch ein bisschen. Also Hardware sozusagen bekommen und dann softwaremäßig dann onboardet. Aber das virtuelle Onboarding, das ging am Anfang nicht so schnell, deswegen habe ich gesagt, hat ein bisschen gedauert. Ja, nur so bei 36%, jetzt bei 69%. Das haben sie die meisten hingekriegt, dass sie dann sagen, okay, wir machen das auch virtuell, wir kriegen das hin. Und das geht dann analog mit dem Rückgang zu, wir wissen es nicht, also Unternehmen wissen jetzt, wie es geht. Manche, wo es geht, machen es auch noch analog, aber viele eben auch virtuell. Ja. Aber da sieht man doch, dass Digitalisierung relativ schnell in die Prozesse reinkommen kann, erfolgreich sein kann und ein paar wahrscheinlich, da ist auch kein digitales, virtuelles Onboarding möglich. Wenn du jetzt irgendwo an der Werkbank stehst, dann wird das eben auch nur sehr begrenzt möglich sein. Ja. Ja, aber interessant, wir können auch mal gucken, eine andere Spannfolie, die du uns lieferst, ist gleich ein kleines Stück weiter, die suche ich direkt mal raus, bevor wir rumschalten, nämlich das war das ganze Thema Entwicklung, wie wird sich Recruiting weiterentwickeln? So ein bisschen der Ausblick, ist ja immer eine der spannendsten Fragen, würde ich auch gerne nochmal mit dir drauf schauen. Hier haben wir die Entwicklung. Wieder Ende März, das wissen wir, das ist alt. Wir gehen gleich mal weiter. Und also Ende März, also der Pfeil sagt uns dann ja wieder erstmal voll auf die Bremse. Genau. Und dann 56% wird zurückgefahren werden. Also das ist auch noch ganz interessant. Das war die Vermutung, wie es bei anderen Unternehmen sein wird, was dann auch im positiven Sinne abweicht von dem, was im eigenen Unternehmen eigentlich ist. Ach so, das heißt, man hat bei den anderen mehr Schwierigkeiten unterstellt. Gesamtsituation, da geht es kräftig zurück. Bei uns ist das nicht so. Ah. Das war ganz interessant eigentlich, dass die Wahrnehmung insgesamt schlechter ist als die eigene Situation. Mhm. Aber erstmal auf Bremse und das war auch dann das Grüne ist ja hier bis Ende August. Auch noch die Bremse war trotzdem getreten. Also 44% sagen, nee, also wir zurückgefahren. Das ist ja signifikant, alle treten auf der Bremse noch, wir wissen es noch, wir fahren auf Sicht und gucken mal, was passiert. Klar, das ist natürlich bei einigen auch durch die immer noch bestehenden Schwierigkeiten und Einschränkungen klar, aber bei anderen geht es ja doch weiter und wenn man da sieht, wie der Ausblick ausschaut, den wollen wir als nächstes mal angucken, ist das doch ganz erfreulich. Auch da hast du einen roten Pfeil für uns. Wir enthangeln uns mal entlang der roten Pfeile. Voilà. Ja, das ist dann jetzt Mitte Februar, letzte Erhebung. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir ein paar mehr gemacht haben. Weil sonst hätte man gesagt, das ist halt in der Corona-Krise so. Aber das war bei viermaligen Messungen, kann man sehen, es gab doch kräftige Unterschiede. Allerdings. Und das ist jetzt, gerade in dem zu vorher gesagt wurde, Recruiting wird zurückgefahren werden, war 44% im September letzten Jahres. Und jetzt sehen wir 13. Und jetzt ist es 13, massiv runter. Im Gegensatz dazu sagen jetzt 36% wird ausgebaut werden. Also kriegen wir eigentlich nochmal neue Zahlen wieder in einem relativ nahen Abstand? Wäre jetzt wieder fällig, das, oder? Relativ ist dann gut. Ich würde das gerne machen, wenn sozusagen stärkere Impfungen passiert sind. Also wenn es wieder normaler werden könnte. Ja, das heißt, denk mal so im Juni oder Juli wird es vielleicht Sinn machen, da nochmal eine Erhebung zu machen. Ist noch nicht Post-Corona, aber ist zumindest das ist mal ein Sommer-Update, so ein Auslauf. Wir lockern mal Update, ja? Dann ja, also ich habe auch oft gefragt, auch wie gehen Sie denn jetzt nach einer möglichen nächsten Lockerung um? Und das ist auch ganz interessant gewesen. Also da war schon, der Wille zum Einstellen ist da. Ja. In der Zeit, wie diese Einschränkungen und diese Erschwernisse noch vorhanden sind, ist natürlich auch interessant zu sehen, wie verhalten sich die Arbeitgeber. Auch da hast du eine Folie aufzubieten und wir haben hier die Zahlen, die sind relativ eindeutig, nicht eindeutig, nämlich eindeutig nicht eindeutig. Wir haben ja eine Split Decision. Nicht? Wir haben so einige, die sagen kein Hinweis und dann gibt es viele, die machen das auf einigen Touchpoints. Gerade diese Frage, was passiert denn jetzt? Die hat man ja bei den Bewerbern gesehen, die gesagt haben, ja, also die Unternehmen stellen nicht ein, die machen keine Interviews mehr. Das stimmte alles gar nicht. Die meisten Unternehmen haben ja weiter schnell umgestellt, aber es haben nicht so kommuniziert. Und was auf der Karriereseite, nur ein Drittel, das ist ja auch nichts, in Stellenanzeigen gerade mal jeder Achte oder sowas. Und selbst wir arbeiten dran, ist nur bei 10%. Also da hätte ich mir viel, viel mehr proaktiv gewünscht, dass da die Unternehmen sagen, ja, so gehen wir in der Corona-Krise um mit dem Ganzen. Wir rekrutieren weiter, wir machen virtuelle Interviews oder wir machen Spaziergänge auf dem Gelände, habe ich gesehen bei einigen. Bewerbungsspaziergänge fand ich auch gut. Aber dass überhaupt mal Erwartungsmanagement mit den
mit den Kandidaten machen und nicht einfach die ins Also, wir arbeiten daran, nach einem Jahr ist ja eine sportliche Aussage. Ja, genau. Genau. Ich will mit dir noch einen Ausblick werfen, gern auf das Thema, wie geht es möglicherweise weiter? Auch da gucken wir uns mal an, was könnte da angepackt werden? Wofür wollen die Arbeitgeber mehr Geld ausgeben, vor allen Dingen auch im Recruiting? Und das ist die Folie, die wir uns jetzt final noch ansehen. Ein paar Folien zeigen wir auch bewusst nicht, damit es noch spannend bleibt für diejenigen, ja, die sich diese Studie runterbleiben. Ja. Da ist noch viel mehr drin, genau. Wolfgang, was sagst du hierzu? Das eigentlich doch ein positiver Ausblick, Pfeil, oder? Mal ohne Pfeil. Mal ohne Pfeil. Ziemlich klar ist, also die Offline-Geschichten mussten ja zurückgefahren werden und dafür wird auch jetzt so schnell kein Geld wieder ausgegeben, aber es wird umgeschiftet im Online, Personalmarketing, Online-Digitale Kampagne, was auch ja den Trend der Digitalisierung insgesamt unterstützt. Da wollen eben jedes zweite Unternehmen fast sagen, da wollen wir mehr machen. Geht ein bisschen einher mit Social Media Engagement, was ja auch online ist. Ja. Da wird sich was tun. Active Sourcing soll noch ausgebaut werden, weil das ja dann auch funktioniert. Aber das sind so die Trends, wie man sagen kann, digitaler auf jeden Fall. Und da wird auch dann der Euro umgeschichtet. Ja, also eigentlich keine so große Überraschung. Die Frage ist, wenn wir jetzt von ausgehen, wir sind ja alle Optimisten, wie wir uns hier bei HR Total versammeln und unsere liebe HR-Szene, unser Recruiting angucken und wir von einer zukünftigen, doch stärkeren Normalisierung wieder ausgehen, kommen Offline-Formate zurück oder sind die damit tot? Was sagst du? Ja, es wird auch noch, auch noch von hybriden Formaten gesprochen als Zwischending. Also man hat ja dann mal die Online, wo man jetzt dran gewöhnt ist. Ob man jetzt den ganzen Tag da vor Zoom oder vor MS Teams sitzen will, das ist eine andere Frage. Ja. Aber ob man dann irgendwie lange 5 Stunden reisen will, um irgendwo hinzufahren, ich bin gerne immer zum HR Barcamp gekommen, also das lohnt sich auch. Aber ob das jetzt nach den anderthalb Jahren, ja genau, danke, nach den anderthalb Jahren dann die Leute dann doch weitermachen wollen, ist eine andere Frage. Ja. Ob hybride Events dann die Lösung sind, wo man meines Erachtens so die Schlechte von zwei Welten hat, also relativ leere Seele und dann Leute, die nicht alles mitkriegen, die digital zu schauen, weiß ich nicht. Und welche Unternehmen schon ihre Mitarbeiter wieder in Offline-Veranstaltungen gehen lassen, wenn wirklich also eine Herdenimmunität und da nichts mehr passieren kann, die Hallen sind hoch, der Luftaustausch ist groß und der Bedarf ist ja sicherlich da, kann ich mir eine Offline-Veranstaltung eher vorstellen als eine hybride. Okay. Das ist mal ein klares Statement, weil doch ja viele auch über diese Hybrid schon philosophiert haben. Finde ich ganz spannend, da mal so einen Gegenentwurf zu machen. Und ehrlich gesagt, wir haben so viel online gehabt. Vielleicht ist es ganz gut, wenn es dann mal wieder zurückschwingt. Wollen wir hoffen. Genau. Wolfgang, vielen, vielen Dank für diese erstmal tollen, spannenden Zahlen, für die Kommentare zu den roten Pfeilen und auch sonst. Ja, und vielleicht noch ein Schlusswort von dir. Wo kann man diese spannenden Zahlen kriegen und was gibt es sonst noch von dir in näherer Zukunft? Ja, also wir machen ja einen Link rein nach unten in die Beschreibung. Genau. Hier in die Beschreibung. Genau, da unten. Aber ich habe die Frage natürlich auch jetzt, wenn man es digitalisieren will, was soll man denn nehmen? Oder was haben die anderen denn schon ausprobiert, für gut befunden? Und ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen letztes Jahr eine ganze Menge ausprobiert haben an Tools. Ja. Und das auch natürlich auch in einer anderen Studie dann erfasst, gefragt, so was sind so die digitalen Tools, die uns durch die Recruiting-Krise begleitet haben und welche kann man weiterempfehlen und die können wir da auch unten gerne dranhängen, dann gibt es nicht nur die Möglichkeit, man will digitalisieren, dann weiß man auch gleich, womit? Was das Beste für eine digitale Unterschrift oder digitale Interviews oder was auch immer man digital machen kann, also verschiedene Recruiting-Schritte sind da mit abgebildet. Wunderbar. Das klingt richtig gut. Das ist viel kompaktes Wissen. Ich glaube, alle, die uns zugeschaut haben, haben jetzt echt Lese- und Studienfutter, aber mit ganz viel praktischen Anwendungsbezug. Insofern, Wolfgang, es war wieder eine Freude zu sprechen. Vielen Dank fürs Dabeisein und dir alles Gute und bis zum nächsten Mal mit neuen spannenden Zahlen aus der Welt des Recruitings. Alles Gute. Gerne. Okay. So, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Durchblick bei Corona und Recruiting. Also ich kann es langsam nicht mehr sehen, aber wir müssen alle da durch und ich glaube, heute gab es schöne Informationen, die dabei hilfreich sein können. Also passt auf euch auf, bleibt gesund. Mein Name ist Christopher Tanas, ich habe euch HR Total präsentiert, powered by stellenanzeigen.de.